Ah, das heisst nur Speicherfest? Das hat mit der Andrea-Speicher gar nichts zu tun. Ich habe gemeint, wenn sie jetzt als Stadträtin gewählt ist, sie haben einfach ihre Wahl im Nussbaum gebührend feiern oder so. Ja. Hey, nicht für ungut, gell? Danke. Es hat mich eben schon ein Wunder genommen, ob Andrea Speicher jetzt als Stadträtin von Bülach ein bisschen feinere Töne muss, kann, darf, soll anschlagen als noch im Parlament. Feine Töne. Vielleicht so wie die Ida Riegels. Die dänische Cellistin macht mit ihrem Velo derzeit eine 1000 km lange Tour am Rhein entlang. Und zwar mit ihrem Velo. Letzte Woche hat sie Halt gemacht in Glattfelden für ein Konzert. Wobei, da kommt man gerade in den Sinn, dass ja eigentlich der Rhein gar nicht bei Glattfelden vorbeifließt. Sonst müsste es ja Rheinfelden heissen. So einen Navigationsfehler darf denn der Prinz Harry nicht machen, wenn er eine persönliche Einladung vom Ernst Gassmann nach Glattfelden will Folge leisten. Ah ja, seine zukünftige da, die Megan, die hat ja Wurzeln im Dorf. Und darum übertreibt er jetzt auch das Kulturzentrum vom Glattfelden die ganze Märli-Hochzeit live auf der Leinwand in ihrem Saal. Quasi Public Megan Viewing. Gut, gerade Märli-Prinzessin wird ja die Megan durch die Hochzeit nicht. Aber immerhin Her Highness Duchess of Sussex. Und ich meine, so eine Monarchie hat einfach immer etwas sehr wundervoll klingendes. Ich meine, wenn du im Bülacher Stadtrat einen Titel verliehen bekommst, dann schaffst du es gerade noch zum Graf. Und zwar zum rostigen Paragraf. Das ist nämlich das, was Hans-Peter Lienert die Woche verliehen bekommen hat von der IG Freiheit für das Parkierungsreglement von Bülach Nord. Dort ist die Anzahl Ein- und Ausfahrten von der Tiefgarage begrenzt worden. Also wenn du mal drin bist, bist du drin. Gut, ich glaube ja die von der IG Freiheit. Oder? Die haben die Regeln von dieser Tiefgarage nicht richtig gelesen. Das ist nämlich ein Fall für Besucher. Wenn einer mit dem Auto kommt und reinfährt, dann kann er nicht mehr raus, bleibt er gefangen und wird gezwungen, das Quartier zu beleben.